Liebe Familie Thiessen, es ist ein besonderes Fest, ein besonderer Akt, den wir als Versammelte heute mit euch zusammen feiern wollen. Es ist ein Abschiedsfest. Es ist der Abschied von einer lieben Ehefrau, von einer lieben Mutter, Oma und der Abschied von Geschwistern. Hier sind noch viele Geschwister von Tante Agneta gegenwärtig und sonst Schwägerinnen, Schwager, viele Freunde. Ich heiße euch sehr herzlich willkommen, dass ihr gekommen seid, um mit eurer Gegenwart erster Familie mitzuteilen: Wir denken an euch, wir gehen diesen Schritt mit euch gemeinsam. Wir wollen euch begleiten. Unsererseits unsere herzliche Anteilnahme und wir wünschen uns auch gemeinsam Gottes Geleit für dieses Abschiedsfest. Doy también la cordial bienvenida. Veo que algunos que hablan español que están presentes aquí entre nosotros. Según lo que se me explicó, son los empleados del hijo de esta fallecida. Ustedes vinieron para acompañar al patrón y bienvenidos aquí para este acto que aquí vamos a festejar, una despedida, y que Dios les bendiga y sigue bendiciendo a ustedes también, acompañando a la familia. Con el permiso de ustedes, seguiremos desarrollando el resto del programa en alemán. Ich will uns zur Einleitung den 23. Psalm lesen. Und ich denke, wir tun gut daran, den meisten von uns ist die Geschichte von unserer verstorbenen Schwester bekannt, dass wir einmal versuchen, aus ihrer Perspektive und aus der eigenen Perspektive diesen Psalm entlang zu hören. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ein Psalm, der schon manchen eine Hilfe gewesen ist. Vielleicht sagen wir ein Widerspruch zwischen Vers 1 und 4. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn es dann in Vers 4 von einer Talstrecke spricht, aber dort heißt es auch, fürchte ich kein Unglück, denn in Vers 3 heißt es, er führt mich auf rechter Straße. Diese Talstrecken, die sehen für uns Menschen ganz unterschiedlich aus. Talstrecken machen wir alle, mal so, mal so. Diese Glaubensschwester, würden wir sagen, hat die Talstrecke besonders gesundheitlich immer wieder zu schaffen gemacht. Sie hat viel gelitten. Und ich möchte dazu auch kurz sagen, in diesem Leiden, in Leidensweg, ich will hier jetzt das nicht groß spielen, aber hat sich diese Schwester von manchen nicht verstanden gefühlt.
Sie hat sich von manchen nicht verstanden gefühlt. Sie hat von manchen den Eindruck bekommen, der weiß anscheinend besser, wie es mir geht. Ich möchte hier einmal kurz darauf eingehen, wie können wir Menschen in Talstrecken wirklich begleiten? Nummer eins, wenn wir uns die Mühe geben und hinzuhören. Und oft müssen wir auch ein zweites Mal hinhören. Wenn wir mit dem Konzept kommen, ich weiß, was dir schadet, dann ist bei mir schon vieles geschehen und ich höre schon gar nicht hin. Ich warte nur, bis der ausgesprochen hat und dann sage ich, was meine Diagnose ist. Hinhören und nochmal hinhören. Und auf der anderen Seite, wenn ich jemanden versuche, meine Talstrecke zu erklären, dann mangelt es uns oft an Worte. Wie drücke ich mich aus? Und wie kommt es beim anderen an? Wie versteht er mich? Wie hat er verstanden? Und dann gibt es oft Menschen, die haben aus diesem Grund dann schon gar nicht den Mut, sich in ihrer Talstrecke jemanden anzuvertrauen, weil sie Angst haben, ich werde auf einmal nicht verstanden werden. Und dann wagt man schon gar nicht, sich irgendjemanden anzuvertrauen. Ich wünsche uns Mut, uns gegenseitig ernst zu nehmen, uns gegenseitig in unseren Talstrecken anzuhören, zu begleiten. Denn auch ich brauche eines Tages jemand, der mich in meiner Talstrecke begleiten soll und will. Dieser Psalmist, ich denke, wenn ich hier hineinschaue, der hat auch Talstrecken im Leben erlebt, Höhen und Tiefen im Leben. Und deshalb spricht er für uns, für manchen auch mitten in seiner Lebenssituation hinein. Gott segne uns während dieses Programms und wollen wir jetzt mit einem Gebet einsteigen. Großer allmächtiger Gott, wir danken dir, dass dieser Psalm in deinem Wort aufgenommen ist. Du bist unser Hirte. Du führst uns auf rechter Straße, zu grünen Auen, zu frischem Wasser. Du erquickst unsere Seelen. Auch dann, wenn wir oft Strecken gehen, wo wir nicht verstehen, warum, wozu oder wo wir nicht verstanden werden. Herr, wir dürfen uns an dieses Wort klammern und wir dürfen dieses immer wieder vor Augen haben, dass du uns zu deinem Tisch führst. Und Herr, möge auch so ein Abschiedsfest für dieses uns neu die Augen öffnen, uns gegenseitig aus der Sicht dieses Psalms ernst zu nehmen, uns gegenseitig Hilfe zu leisten, damit wir gemeinsam eines Tages an diesen reichlich bedeckten Tisch ankommen. Segne uns durch diesen Tag. Amen. Wir hören jetzt ein Lied, danach singen wir ein Lied gemeinsam und danach wird uns dann Prediger Harry Hader die Botschaft bringen. Thank you.
Wir singen gemeinsam das Lied unter 405. 405. Kommt dann meine letzte Stunde, gehe ich ein zur ewigen Ruhe. Für Schwester Thiessen ist sie gekommen. Sie ist eingegangen zur Ruhe. Und wenn wir noch einen kurzen Blick auf Psalm 23 werfen, dann können wir sagen, Frau Thiessen hat durchgehalten. Sie hat nie ihre Hoffnung aufgegeben. Bei all den Besuchen hat sie immer wieder bestätigt, ich bleibe fest im Herrn. Das war ihr sehr wichtig. Und wenn ich heute aus 1. Korinther 15 darauf eingehe, die große Veränderung, dann können wir sagen, ja, seit Samstagmorgen hat es eine große Veränderung gegeben in der Familie. Aber diese Veränderung bleibt nicht nur in der Familie. Diese Veränderung gibt es auch im Pflegeheim. Diese Veränderung trifft auch mich, die ich wöchentlich bei ihr war. Und wir wollen trotzdem, ich wünsche Bruder Thiessen, dass wir als geistliche Brüder trotzdem nicht uns verändern, sondern dass wir gemeinsam weiter kämpfen und frohen Mutes dahin wandern, dass auch wir ans richtige Ziel ankommen. Zur heutigen Wortbetrachtung habe ich gewählt den Text aus 1. Korinther 15 von Vers 50 bis 58 zu einem Thema, das sagt, die künftige große Veränderung. Ich habe das Predigtthema nachher so gestellt, Kinder Gottes erleben im Sterben Sieg. Ich lese einmal den Text aus 1. Korinther 15 von Vers 50 bis 58. Dort steht so, die künftige große Veränderung. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben, auch wird das Verwesliche nicht erben das Unverwesliche. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune.
Denn es wird die Personen schalen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche wird anziehen die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, sintemal ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergebens ist in dem Herrn. Ich will aus diesem Text auf drei Punkte eingehen. Im ersten Punkt will ich darauf eingehen, das Leben im Fleisch und Blut. Das trifft uns alle, die wir hier heute noch sitzen. Frau Thiessen hat das abgeschlossen. Dann im zweiten Punkt, der Tod als Abschied vom Fleisch und Blut. Und im letzten Punkt, der Übergang zum Sieg in der Herrlichkeit. Zum ersten Punkt. Das Leben im Fleisch und Blut. Was bedeutet es für mich, für dich, im Fleisch und Blut zu leben? Es bedeutet, dass unser Körper aus etwas Vergänglichem besteht. Aus etwas, das nicht in Ewigkeit bleiben kann. Aber der Körper hat ein Gefühl. Er hat ein Verlangen nach Leben, nach Bewegung. Und er schaut auf seine Existenz. Zu diesem Körper aus Fleisch und Blut hat die Sünde Zugang gefunden. Und seit die Sünde Besitz genommen hat von unserem irdischen Leben, sind wir dem Fluch der Vergänglichkeit, der Verweslichkeit unterworfen. Und gerade weil das Fleisch und Blut der Vergänglichkeit unterworfen ist, braucht es etwas, das uns wieder von dieser Vergänglichkeit befreit. Deswegen trat auch der Tod als Feind des Menschen in das menschliche Leben, um diesen Körper, der aus Fleisch und Blut besteht, zu zerstören. Somit ist dann die ganze Menschheit, keiner ausgeschlossen, diesem Verderben, dieser Vergänglichkeit, dem Tod ausgeliefert. Wenn der Tod nun auch als Feind des Menschen auftritt, so hat auch Gott einen Weg vorbereitet, wo der Tod als Feind des Menschen sich verändern kann und als Sieg zur Herrlichkeit gehen kann. Deshalb kann man dann auch sprechen mit Offenbarung 14, 13, wo es sagt, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Von nun an, ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen. Selig sind die, in dem Herrn sterben. Das ist der Sieg. Und was mit den anderen, die nicht im Herrn sterben? Wenn wir nun einen Blick auf das Leben von unserer verstorbenen Schwester werfen und auch auf unser Leben, wie war für sie das Leben in diesem Körper, das Leben in diesem Blut und Fleisch? Einst war sie jung, sie war blühend, sie trat in eine Ehe mit Bruder Jakob Thiessen, gründeten eine Familie. Sie hatte bestimmt viele Erwartungen, positive Erwartungen an das Leben hier auf Erden, aber es waren irdische Erwartungen. Aber diese Erwartungen gingen nicht alle in Erfüllung. Da das menschliche Leben auf dieser Erde Stückwerk ist, konnten auch in ihrem Leben nicht alle Wünsche und Sehnsüchte in Erfüllung gehen. Sie musste und wollte arbeiten. Sie wollte auch das Leben genießen, wie jeder von uns. Hierbei blieb auch sie nicht von der Sünde unverschont. Denn Satan lässt keinen Menschen auf dieser Welt in Ruhe,
der sich zu Jesus hinwendet. Sie hatte hart zu kämpfen, denn sie hatte sich entschieden, Jesus treu nachzufolgen. Und das war kein gutes Rezept für Satan. Deshalb war auch sein Streben, auch sie in ihrem Leben anzufechten und zu zerstören. Dieser Kampf war oftmals für sie wirklich schwer. Denn sie musste nicht nur gegen äußere Einflüsse von Sünde kämpfen. Sie musste auch gegen innere Anfechtungen kämpfen. Und sie hatte einen Körper, der viel Zeit auch gegen Krankheiten ankämpfen musste. Denn der war aus vergänglichem Material, aus Fleisch und Blut, aus irdischen Dingen. Und gegen diesen Kampf, dass die Krankheit ihn zerstören wollte, musste auch sie kämpfen. Da sie aber auch die Frau eines Predigers war, bedeutete dies oft, den Mann auch zeitlebens für gewisse Zeiten an andere Menschen abzugeben. Und dann mit einem Ja ihm trotzdem, wenn sie sich auch so die Zeit wünschte, mit einem Ja zu sagen, ich lass es zu, ich unterstütze ihn, ich will da sein. Dies wird für sie oft ein schwerer Kampf gewesen sein. Und wir sehen, dass ihr Leben lange, lange nicht ohne Kampf war. Sie hat gekämpft. Bei all dem war immer wieder ihr Vorsatz in diesem Leben, also ihren irdischen Körper, eines Tages in Ruhe zu verlassen und bei Jesus zu sein. Und das hat sie erreicht. Wie sieht das bei uns persönlich aus, bei dir und mir? Kämpfen wir gegen die Sünde? Kämpfen wir gegen Anfechtung? Zielt unser Leben, mein Leben und dein Leben auf die Ewigkeit zu? Prüfen wir uns darin. Neta musste viel kämpfen und als ihr Körper älter wurde und schwächer und das Fleisch und Blut immer mehr anfällig wurden für alle Angriffe, dann wurde auch ihr Wunsch immer stärker und den sie schon lange bei Lebzeiten hatte und den sie hegte, aus diesem irdischen, vergänglichen Material auszusteigen und in ein unverwesliches, unsterbliches Leben zu gehen. Dabei hat sie oftmals die Worte gebraucht aus Psalm 42, 2 und 3. Da sagt es wie folgt: Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Diese Frage hat sie immer wieder bewegt. Wann ist die Zeit da? Wann werde ich Jesus sehen? Ihr Leiden hat sie so dahin gebracht, einfach diese Sehnsucht mit diesen Worten zum Ausdruck zu bringen: Wann werde ich dort sein? Sie hatte diese Sehnsucht, den Körper zu verlassen und in die Unsterblichkeit überzugehen. Wie sieht dieser Wunsch in meinem, in deinem Leben aus? Hast du diesen Wunsch auch, aus diesem sterblichen, verweslichen Körper raus in eine ewige Welt? Darauf gehen wir in Punkt 2 ein, wo ich es so überschrieben habe: Der Tod als Abschied vom Fleisch und Blut zur Ewigkeit. Der Tod ist nicht nur ein Abschied von hier für den Himmel. Der Tod ist auch ein Abschied von hier für die Hölle. Das muss uns bewusst sein. Das hängt von unserer Entscheidung, die wir Jesus gegenüber getroffen haben, ab. Und gerade deshalb ist der Tod für viele so etwas Grausames, so etwas Schreckliches, weil sie nicht eine Gewissheit haben, weil das Leben nicht in Ordnung ist. Aber um dieses Tor zur Ewigkeit zu durchtreten, müssen wir alle ohne Ausnahme den Prozess durchlaufen, der uns in Vers 50 beschrieben steht. Dort sagt es: Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben, auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Keiner von uns, nicht du, nicht ich,
werden mit diesem jetzt präsenten Körper in die Ewigkeit gehen. Wir werden uns alle verwandeln, wir werden sterben oder, wenn Jesus einmal vorher wiederkommt, dann werden wir verwandelt. Und die Bibel spricht davon in einem ganz kurzen Moment, wenn die Posaune schallen wird. Als Kinder Gottes haben wir aber etwas, das der Mensch ohne Jesus im Herzen nicht hat, nämlich rüberzugehen in eine heile, perfekte, vollkommene Welt. Das sehen wir, wenn wir Offenbarung 14,13 auch schauen. Da sagt es der erste Teil: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Das haben nur die Kinder Gottes, nicht andere. Selig, was bedeutet das für mich und für dich? Und genau deshalb war es für Schwester Neta schon eine Sehnsucht und keine Angst. Denn sie war sich bewusst, dass sie im Herrn sterben konnte und dieses für sie Erlösung bedeutete. Sie wünschte sich so sehr, diesen Leib zu verlassen. Und doch musste sie so oft von unserer Gedankenwelt her viel zu lange im Bett leiden. So oft hat sie sich gewünscht und wir haben Ja gesagt zu dem Wunsch. Bei diesem Warten hat sie dann oftmals nachgehakt und gefragt, ist da auch nichts mehr, das zwischen meinem Sterben und mir noch liegt, zwischen Menschen? Und wir konnten, so viel wir wussten, besonders der Ehemann, ihr immer wieder bestätigen, nein, ich lasse dir gerne in Frieden gehen, sagte er. Auch wenn es schmerzen wird, ich lasse dir in Frieden gehen. Und das ist eine so schöne Botschaft. Wenn der Ehepartner, die Angehörigen sagen, wir lassen dich in Frieden gehen. Ihr war es wichtig, dass alle Schuld und Sünde geklärt sein musste in dem Moment und sie bereit sein wollte, wenn Jesus sie holte. Wie sieht das bei mir und dir aus? Liegt da Schuld, die nicht geklärt ist, die mir Sorge macht, die mir Angst macht, wenn Jesus einmal heute oder morgen oder in den nächsten Tagen mich rufen würde? Schwester Thiessen wartete schon lange darauf. Und am Samstagmorgen war es soweit. Die Stunde war da. Und das Warten hatte sich gelohnt. Und sie brauchte nicht mehr fragen, wie lange noch oder wann wird es soweit sein. Ihr Körper aus diesem irdischen Material war so geschwächt, dass sie in aller Ruhe dieses Verwesliche verließ und in ein wunderbares, unsterbliches Wesen überging. So eine Freude für sie und auch so eine Freude für ihren Mann, ihre Familie, ihre Schwiegerkinder und Großkinder. Und doch schmerzt uns diese Trennung. Und es gibt Tränen. Das kommt einfach daher, dass wir alle, die wir noch hier am Leben sind, ein Gefühl haben, weil wir aus Nerven, aus einem irdischen, vergänglichen Körper bestehen, der sich so diese Unzertrennlichkeit wünscht. Und dann spüren wir das, wir fühlen diesen Schmerz. Als Bruder Thiessen in den ersten Stunden nach dem Heimgang der Ehefrau mehrere Male so ans Bett von Neta ging und sie so über die Stirn streichte, dann sagte er immer wieder die Worte: Neta, ich bin so froh, dass du erlöst bist. Und die Familie stimmte dazu ein. Das können nur Kinder Gottes sagen. Das können nur Kinder Gottes sagen. Die Kinder dieser Welt können so einen Abschied gar nicht nehmen. Ihr Abschied war da. Alles war vorbei. Ihr vergänglicher Körper war vorbei. Sie hatte keinen Kampf mehr, keine Sorgen, keine Not, keine Angst, keine Krankheit. Sie war ins Freudenreich. Und in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8 lesen wir dann ein Zeugnis, das auch sie immer wieder zum Ausdruck brachte, das nun in Erfüllung ging. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ein klares Zeugnis von ihr.
Nun, wir bleiben hier und für uns stellt sich die Frage, ob auch wir dies Zeugnis eines Tages sagen können, du und ich. Können wir sagen, wir haben einen guten Kampf gekämpft? Dann müssen wir ihn jetzt kämpfen, nicht nächstes Jahr, vielleicht sind wir nicht da. Wir haben die Möglichkeit, diesen Kampf anzutreten und uns trotz Kampf zu freuen. Denn wenn Kampf da ist, dann ist auch irgendwann Sieg da. Uns muss aber auch bewusst sein, dass die Sünde alle aufgeräumt sein muss, wenn wir den Sieg in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit, in die volle Welt wollen eingehen. Nach dem Abschied von diesem Körper durch den Tod gibt es keine Möglichkeit. Darum auch die Aufforderung, kläre heute, sei du heute bereit. Denke nicht, das werde ich noch vielleicht später machen. Mach dich heute bereit, denn dann bist du bereit, dich für den Himmel zu freuen, froh zu sein, worauf wir in Punkt 3 gehen. Der Übergang zum Sieg in der Herrlichkeit. Lieber Ehemann Jakob, liebe Kinder, Schwiegerkinder und Großkinder mit Familie, ihr trauert auf Erden um eure Frau und Mutter und eure Oma. Aber was macht sie? Ihr trauert. Was macht eure Mama? Was macht eure Oma? Wir lesen in Vers 55a und 57, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und in 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Sie hat gesiegt. Sie ist froh. Sie ist hinüber. Sie hat ausgekämpft. Und der Tod, der ihren Körper nahm, brachte nur sie zur Tür für die Ewigkeit, für die Herrlichkeit. Sie erlebt nur den Sieg, weil sie gekämpft hat, bis zuletzt. Sie hat den Sieg erlebt in Jesus Christus, ihrem Erlöser und ihrem Heiland, den sie bei Lebzeiten angenommen und gedient hat. Sie darf feiern, sie ist am Ziel. Wo sind wir? Sind wir auf dem richtigen Weg zum Ziel, um auch dort anzulangen und ewig zu feiern? Jesus bietet uns diese Hilfe an auf diesem Weg. Er nimmt uns an Hand und will uns führen, dass auch wir eines Tages ewig feiern werden. Aber wer nicht kämpfen will, wer hier nicht gegen Sünde und Hass und alles Böse kämpfen will, der wird auch den Sieg nicht erleben. Deshalb möchte ich uns ermutigen, wollen wir in Jesus Vergebung suchen, Vergebung anbieten, unser Leben in Ordnung haben und mit ihm, für ihn kämpfen. Kämpfen wir aber den guten Kampf, denn es gibt auch viele andere Kämpfe, so wie für das eigene Ich. Immer ich, ich. Ich kämpfe für Geld, ich kämpfe um mehr Kapital, ich kämpfe für mein Recht und so weiter und so fort. Aber diese Kämpfe werden uns in die Vergänglichkeit leiten. Den guten Kampf kämpfen gegen die Sünde im Ausblick auf den Himmel, wo wir den Sieg dann auf ewig feiern werden, wollen wir uns in 1. Timotheus 6, 12 einmal etwas anschauen. Da sagt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu auch berufen bist und bekannt hast ein gutes Zeugnis vor vielen Zeugen. Neta war berufen zu kämpfen. Du bist berufen zu kämpfen, um durchzuhalten. Und dann, wenn wir uns das nun einmal vorstellen, ich habe einmal die Frage gesagt, was wird Mama jetzt machen, was wird eure Frau, eure Mutter jetzt machen? Dann können wir in Offenbarung 15 die Verse 2 und 3 lesen und uns einmal vorstellen, sie ist gerade da. Da sagt es, und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemengt und die den Sieg behalten hatten an dem Tier und seinem Bilde und seinem Malzeichen und seines Namens Zahl, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes und sangen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprachen, groß und wundersam sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott.
Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiden. Lieber Jakob, liebe Familie, denkt euch eure Frau und Mutter und Großmutter einmal am gläsernen Meer, vielleicht mit einer Harfe in der Hand. Wunderbar. Und sie sagt, groß und wundersam sind deine Werke, o Herr, allmächtiger Gott. Und sie feiert und sie würde euch zurufen mit Offenbarung 19,7, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Können wir uns vorstellen, dass sie diese Worte an uns richten würde heute? Sie feiert, sie ist glücklich. Dies wollen wir ihr gönnen und das wollt ihr ihr bestimmt auch gönnen. Auch wir dürfen uns auf diese Feier vorbereiten. Du und ich, wir dürfen uns auf diese Feier vorbereiten. Heute feiern wir Abschied, wir sind traurig. Wir sind aber auch froh, denn wir feiern Abschied, sie leidet nicht mehr und sie feiert. Wir dürfen uns gegenseitig noch, während wir hier auf der Wanderschaft sind, beistehen, gegenseitig trösten, besuchen, ermutigen. Und während wir auf dem Weg zu dieser ewigen, großen, herrlichen Feier sind, uns beistehen. Darum wollen wir aufschauen zu Jesus. Er ist unser bester Beispiel. Er ist der Anfänger und Vollender des Lebens. Und möge der Herr schenken, dass uns dieses sehr klar ist. Er ist der, wo wir hinwollen. Ich lade ein zum Gebet. Großer, allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir danken dir in Jesus Christus, dass wir das große, wunderbare Vorrecht haben, als die Toten, die in den Herrn sterben, von hier zu gehen. Du bereitest uns. Du machst uns bereit, wenn wir uns dir hingeben. Und das hat Frau Thiessen getan. Sie hat sich in ihrem Leben dir hingegeben, du hast sie vorbereitet und nun ist sie von uns gegangen. Wir bitten dich in diesem Moment für die Familie, besonders für den Ehemann, um Trost, um Kraft und um einen Ausblick auf das herrliche Feiern, das sie erleben wird, dass sie sich immer wieder gegenseitig trösten können und beistehen in der Trauer. Segne uns auch weiter im Verlauf dieser ganzen Beerdigungsfeier und lass uns unter deinem Segen, unter deinem Schutz diesen Frieden genießen. Amen.
Schlagen wir das Lied auf Nummer 421. 421. Wir hören jetzt das Lebensverzeichnis und eine Dankabstattung dazu und anschließend auch zwei Beiträge, einen Beitrag vom hinterbliebenen Ehemann Jakob und von den Kindern gebracht von Debbie und Sophie und Jennifer. Also, bitteschön. Lebensverzeichnis von Netta Thiessen, geborene Klassen. Netta wurde ihren Eltern Abraham und Maria Klassen als elftes Kind von 14 Kindern am 26. März 1947 in Schöntal geboren. Als sie 4 Jahre alt war, zog die Familie nach Schönsee, Südmerno. Da hat Netta ihre Kindheit und Jugendjahre verbracht, sowie auch die Schule besucht. Im Jahre 1967 ließ sie sich auf ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus taufen und in die Gemeinde aufnehmen.
Am 29. August 1970 heiratete sie Jakob Thiessen. Gemeinsam zogen sie nach Blumenort, wo sie dann eine Wirtschaft aufbauten. Ihnen wurden zwei Söhne geschenkt, Elando und Orvino. Netta war viel krank in ihrem Leben, besonders die letzten 4 Jahre. Als das Aufstehen und Gehen dann nicht mehr möglich war, zog sie am 27. März 2020 ins Pflegeheim, wo sie 1 Jahr und 8 Monate gepflegt wurde. Wie es in Psalm 42, Vers 3 heißt, hat sie auch oft gefragt, wann werde ich Gottes Angesicht schauen dürfen? Sie durfte dies dann am 27. November 2021 um 7.40 Uhr morgens ganz langsam und ruhig vor Gottes Angesicht treten und ihm schauen. Sie erreichte ein Alter von 74 Jahren und 8 Monaten. Sie hinterlässt ihren liebevollen Ehemann Jakob, mit dem sie 51 Jahre und 3 Monate im Ehestand gelebt hat, 2 Söhne mit ihren Frauen, 4 Großkinder, 2 davon verheiratet und einen Urenkel. Wir gönnen ihr die Ruhe bei ihrem Herrn. Wir bedanken uns als Familie an allererster Stelle beim lieben Herrn Jesus Christus, der uns durchgetragen hat und unsere Hoffnung ist. Wir danken auch für all die Menschen, die sich von Jesus haben brauchen lassen, um uns zu stärken, sei es durch Besuch, einen Imbiss, Audis und Menzaches, die von großer Hilfe waren. Einen herzlichen Dank und volle Anerkennung gilt den Pflegern im Pflegeheim, die sich geduldig, freundlich und liebevoll um Netta gekümmert haben. Wenn sie mal nicht den Mund aufmachen wollte zum Essen oder Medizin einnehmen, redeten sie ihr freundlich zu, sodass sie den Mund öffnete und essen konnte. Einmal fragte Opa einer Pflegerin, wotjen dort nicht in Öland? Aber nein, war die Antwort, dies geht uns gut, es ist unsere Arbeit. Dafür lohnt es sich wirklich zu danken. Auch für die, die das Essen zubereiten, gilt der Dank. Sie sorgen für schmackhaftes und gesundes Essen. Weiter gelten der Krankenschwester, dem Verwalter und dem Kaplan einen großen Dank. Möge Gott es euch vergelten. Lasst uns immer wieder für das Pflegepersonal beten. Sie sind auch Menschen und bedürfen unserer Unterstützung. Danke. Worte von Opa. Als wir heiraten wollten, sprachen wir über unsere Arbeit. Sie sagte dann, dass ihr das Essen machen nicht schwierig scheine, solange etwas dazu da war. Dieses hat sie dann auch mit Freude und voller Liebe getan. Auch liebte sie Kinder, und wenn Leute massieren kamen und ihre Kinder mit hatten, nahm sie sich diese an. Auch unterstützte sie mich sehr im Predigtdienst. Wenn ich mal für 1 bis 2 Wochen zum SAMTA für verschiedene Fortbildungen fuhr, kümmerte sie sich voll und ganz um die Wirtschaft. Wie Opa schon erwähnt, hatte Oma ein kinderliebendes Herz. Darum wollte sie unbedingt auch noch ihr erstes Urgroßkind kennenlernen. Manchmal zweifelte sie schon daran. Sie hat oft gezweifelt, ob sie es noch erleben wird können. Aber Gott hat es ihr geschenkt. Und sie durfte Breden noch kennenlernen und auch im Arm halten. Fast 1 Jahr lang. Ma. Wenn wir auf das Leben von Ma zurückblicken, dann kommen so manche Erinnerungen hoch. Ma hatte ein offenes Heim für andere und war stets bereit, Pa zu unterstützen in seiner vielfältigen Arbeit. Als wir Kinder waren, stellten Ma und Pa ihr Heim zur Verfügung für den Sonntagsschulunterricht dar. Da wurde Pa als Prediger gewählt, wo sie sich ganz hingab und ihm unterstützte. Auch unterstützte sie Pa mit seiner Massagearbeit. Ma mochte und liebte es, das Kochen von Essen und backte auch leidenschaftlich gern. Weil Pa viel im Dienst war, war Ma bestrebt, die Wirtschaft zu führen und uns als Kinder die Verantwortung zu lehren. Ma hatte im Leben viele gesundheitliche Probleme, auch hat sie viele Operationen bekommen. Trotzdem ging sie immer wieder gelassen mit Gott in die Zukunft. Als dann die Großkinder kamen, da freute sie sich besonders, weil sie ein großes Herz für Kinder hatte. Auch haben wir viele gute Zeiten mit Ma erlebt,
aber auch schwere Zeiten blieben nicht aus. Wir sind froh und dankbar, dass wir Ma in den letzten Jahren begleiten durften, wo sie viel krank war. Auch hat Pa keine Mühe gescheut, mit Ma den schweren Weg der Krankheit zu gehen, wo ihre Kräfte und das Gedächtnis weniger wurden. Wir sind Gott dankbar für die Kraft, die er uns immer wieder aufs Neue gab. Wir gönnen Ma die Ruhe beim Herrn, aber wir werden sie vermissen. Unser erster Dank gilt unserem himmlischen Vater, der uns durchgetragen hat. Ein Dankeschön gilt den Ärzten und Krankenschwestern für ihre Hilfe. Ein großes Dankeschön geht an das Pflegeheimpersonal, die keine Mühe gescheut haben, für Ma da zu sein und zu pflegen. Danke auch für alle, die uns mit Gebete und Mutzuspruch unterstützt haben. Gott vergelte es euch, die Kinder Elando und Jennifer Thiessen. Danke für diese Beiträge. Wir wollen jetzt hier drinnen abschließen. Werter Bruder Jakob Thiessen, Kinder Elando, Jennifer, mit Debbie und Jürgen, mit Braden, Sophie und Georg, wie auch Urvino und Angela, mit Janella und Larry, wie auch wir als Gäste, die wir gekommen sind, Angehörige hier zu begleiten, wollen wir von hier gehen mit diesem Vers, den wir auf der Karte auch finden, aus Offenbarung 14, Vers 13, und möge er euch auch weiter begleiten. Dort heißt es: Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Möge das unser langfristig ausgerichtetes Ziel immer sein und bleiben. Wir wollen jetzt rübergehen zur Leichenschau, und ich bitte die Sargträger, dass ihr den Sarg zurechtstellt. Die Sitzreihen von mir rechts, die werden an der rechten Seite oder an der linken Seite von euch vorbeigehen. Diese beiden Sitzreihen von mir links, die werden dann von euch an der rechten Seite vorbeigehen. Und wir beginnen dort vorne ganz mit der südlichen Reihe und hier mit dieser mittleren Reihe zum Gang hin. Also ihr geht dann an dieser Seite vorbei, jene. Wenn die südliche Reihe zu Ende ist, beginnen wir von hinten und folgen dann und schließen dann dort ab und hier genauso. Es zieht einmal bis hinten und dann fangen wir drüben an, bis wir dann alle vorbeigegangen sind. Ich lade auch ein, die Familie zum Friedhof zu begleiten. Und diese Personen bitten wir, dass sie einfach auf dem Parkplatz zurückbleiben. Und wenn dann das Fahrzeug mit dem Sarg vorauffährt, dann einfach zu folgen, um dort dann auch zu helfen, den Schluss zu machen. Danke, dass ihr gekommen seid, und Gott segne euch. Bitte schön, dort und doch wie auch hier vorne.
Wenn du noch wer macht, einem da kommen, hier erst nach Rüm. Ob ihr einer kommt. Ja, hier sind noch ein paar Scharms, wenn das fehlt. So, wir sind hier nu versammelt am dem letzten Schritt mit dieser Person, der verstorbenen Person, zu gehen. So aus der Bibel uns dort sagt, dem Schoße der Erde übergeben. Wie wollt ihr dort von der Bibel her, wie sind ut id gemein, wie war war at id. Und das ist eine Predigt, so fängt im Trage gekommen, ans Fleisch, ans Blut, was du verjährt, über der Ewigkeit, was Gott ein Mensch nennen geplant hat, was du Ewigkeitswert hast, in Ewigkeit, in nur der Ewigkeit, drei Macht. Ich will uns hier ein paar Bibelfers lesen, in 1. Petrus 1, der Vers 3 bis 9. Du sagst dort, redet von der lebendigen Hoffnung. Das immer war da, schein in so ein Aufschreitsfast aus der Tefieren und der Läde, wo diese Hoffnung belebt, die Chlor gestaltet worden ist. Dann ist dort in Stille werden, vielmehr in Stille werden, ein heiliger Moment aus ein Ram jammerieren. Und dort ist das Vorrecht, was die Kinder Gottes Hand, was die Worte von wo wir kommen und was Gottes Aufsicht mit uns ist. Wir lesen hier von der lebendigen Hoffnung, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das Leichnam des Zorg redet von der uns. Was ist das mit unserer Aufbewahrung für das himmlische Erbe? Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid und mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen. Ihn habt neuter auch nicht gesehen. Ihn habt ihr nicht gesehen. Ihn habt ihr doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und Hoffnung, was für Hoffnung wir auch für uns Hoffnung ist, weil wir uns nun noch merken, diesen Sorg rauflote und dann tauschherde und unschlüttend dann mein Gebet schlütte. So, ich werde nun dort dein Oder kommen, wort das sorgt dann, wo er rauflote, Bettschein. In der Familie, der Ehemann Jakob, in der Familie, der habe den Wunsch, der erste Spatenstiche zu merken, und nur dem merk wieder ein Ob, dort wird dann halbe und dort aller Taub zu eng merken.
ungefähr behalten. Ja. Schaffels ihr dann deine? Familie. Sind da vielleicht noch von ihre Geschwister, Schwäger, Schwägerinnen, Bettschein kommt noch da. Merken.
Ich lade ein Gebet, weil wir abstunden werden können, viele Stunden, ans Hauptneige. Vater im Himmel, gelobt sei dein Name. Wir danken, Herr, für das Erbe, das du uns teilgedacht hast. Durch die Wiedergeburt, durch deinem Sohn Jesus Christus, habe ich Zugang. Wann wir hier ab ihr auch nicht sein, wir gehen nicht 100% davon aus, dass neu da sind. Hier reden wir von Hoffnung. Aber Herr Jesus, du darfst die bei deinem Wort sich hier die Unvertrauen am Leben immer wieder offenbaren, sodass wir ganz klare Gewissheit haben dürfen. Und Vater, in der Gewissheit haben wir hier auch wieder diese Bestattung gemerkt, diese Hoffnung, dass diese Person das ewige Erbe erlangt hat. Und wir werden auch dahin kommen. Nun bete ich, Herr, möchte wir das aus einer Botschaft mitnehmen, dass ich uns eines der aus dem Utloten wird. Und Herr, dann möchte wir das doch klar definiert haben, dass wir dann beim Ziel bei dir angekommen sind. Wir beten einem jeden, am Nachdenken, wir danken für einem jeden, der gekommen ist, um hier das letzte Geleit mit Bitte wohnen. Und wir befehlen uns, und ganz besonders auch diese Familie, wieder auch die an. Amen. Dankeschön für das Kommen, für das Halpen, und Gott mit Jünd, auch auf der Treireise, und wieder.